Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video. Wir wollen euch heute fünf verschiedene Arten der Körpertäuschung zeigen. Die Körpertäuschung ist einer der einfachsten Tricks überhaupt im Fußball. Da gibt es aber verschiedene Varianten, die wir euch heute vorstellen wollen. Achtet auf jeden Fall schon mal darauf, dass wenn ihr die Körpertäuschung macht, dass die Schulter ordentlich mitarbeitet und ihr das Körpergewicht gut verlagert. Ich habe heute hier eine Stange dabei, die den Gegenspieler simuliert, aber ein Hütchen würde auch ausreichen. Wenn euch das Video gefällt, gebt uns bitte einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal und dann sehen wir uns. Bis dann. Bei diesem Trick handelt es sich um die klassische Körpertäuschung. Du dribbelst auf deinen Gegenspieler zu und tust so, als wenn du zu einer Seite weggehst. Dafür verlagerst du dein Körpergewicht auf eine Seite. Deine Schulter wird aktiv mitgenommen. Der Gegner wird die Bewegung mitmachen. Das ist der Moment, in dem du den Ball mit der Außenseite mitnimmst und auf der anderen Seite am Gegenspieler vorbeigehst. Achte dabei auf den Antritt nach der Finte. Bei diesem Trick kombinierst du die Körpertäuschung mit dem Croqueta. Hierfür dribbelst du auf deinen Gegner zu und machst den Ausfallschritt. Nun machst du einen seitlichen Sprung rüber auf die andere Seite und ziehst dir den Ball dabei von einer Innenseite auf die andere, um dann mit Tempo an deinem Gegenspieler vorbeizugehen. Es ist wichtig, sich den Ball bei diesem Trick im Sprung wirklich seitlich rüberzuziehen. Wenn du bei diesem Trick auf deinen Gegner zudribbelst, nimmst du vor Ausführung der Körpertäuschung noch einen letzten kleinen Kontakt mit der Innenseite, um dir den Ball auf den anderen Fuß zu spielen. Du siehst, dass man dann als Rechtsfuß in der Regel links am Gegner vorbeizieht. Konzentriere dich beim letzten Kontakt auf eine leichte Ballberührung, um die Körpertäuschung sauber auszuführen. Diese Art der Körpertäuschung wird gerne von Felipe Coutinho gemacht. Vor Ausführung des Tricks machst du einige kleine schnelle Schritte, um deinen Gegner zu verwirren. Diese Trippelschritte geben dir zudem Zeit, die Bewegungen deines Gegners zu beobachten und den für dich besten Zeitpunkt für die Ausführung der Körpertäuschung auszuwählen. Bei diesem Trick entsteht die Körpertäuschung dadurch, dass du deinen Fuß von außen nach innen über den Ball bewegst und dein Körpergewicht kurz verlagerst. Den Ball nimmst du dann mit der Außenseite des gleichen Fußes mit. Achte auf einen Antritt nach der Finte.